So, morgen mal die Musik leise machen hier. Jetzt kriegen wir Ärger mit der GEMA oder wie heißt der Verein da? Ja, uns immer so viel Geld wegnimmt. Oder wo manche sagen, boah, warum muss ich das denn bezahlen? Ja, was weiß ich. Ja, bin hier gerade mit meinem Füchschen, mit meinem Fox unterwegs. Fox, ja. Früh morgens haben wir noch. Was ist früh? Für andere ist es schon spät. Die haben schon Kaffeepause, ne? Diese Kleine grüßt euch erstmal. Am Mittwochmorgen. Unterwegs zum Doc, mal einen kleinen Check machen, ne? Damit wir nicht so schnell tot sind. Oder wir wissen, wenigstens wann es zu Ende ist oder auch nicht. Ja, so einen Check machen, dann noch zum anderen Doc, mal gucken, ob mit den Knochen ist, ein bisschen Rücken, dann hat man das und das, kennt ja doch die ganze Scheiße. Oder kennt er noch nicht, auch nicht schlimm. Aber manche kennen es schon, ja. So, erstmal damit ich nicht vergesse, habe ich vorhin gehört. Oft google ich das auch. Heute ist einmal der Barbara-Tag. Ist zum, ist irgendwie, da gibt es so eine steig auf und so weiter. Zum Schutz der Berg, der Bergleute. Barbara-Tag heute. Der Barbara-Tag war heute. Moment, was war noch? Habe ich noch gehört? Stopp. Tag der Kekse. Schwachsinn, ne? Aber ist so. Tag der Kekse. Ja, habe ich auch gehört. Tag der Kekse. Da muss ich mich aber noch ein bisschen mehr einlesen, wenn ich das genau wissen will. Naja. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Grad haben wir. 6 Grad oder was? Irgendwie. Schön. Ich will jetzt mit dem Handy hier nicht rumswitchen, wie schön das hier ist, gerade wo ich hier bin. Aber ich habe dann meine Halterung ja drin. Darf man ja sonst nicht so. Und ja. Hab nichts im Magen, bin nüchtern. Hab deswegen aber nicht keine schlechte Laune. Würde das nichts ausmachen, wenn ich mal ein paar Tage nichts esse. Ne? Müsste irgendwann mal ein bisschen was abspecken, da habe ich schon öfters gesagt. Ne? Ja, was wollte ich sonst noch sagen? Ja, mit Hunden, die brauche ich heute nicht raus, bin ich noch nicht rausgegangen. Da geht jemand anders mit raus, meine zweite Hälfte. Da muss ich noch was gucken. In dem Gebäude, ob alles in Ordnung ist, muss ich da was nachgucken. Ja, sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, da wollte ich schon den 4. haben. 4. Dezember. Wir hatten am Wochenende den 1. Advent gehabt. Mit der Dorfmannschaft SV Grefa 2 haben wir gewonnen. 2-1 gegen den TSV Bosheim. War sehr schön gewesen. Haben wir mal einen richtig fairen, korrekten Schiri auch gehabt. Schiedsrichter. Auch ein Schiedsrichter, der unseren Linienrichter, den Daniel, auch wieder sich an die Linie genommen hat. Trotz dem Vorfall, den wir vor ein paar Wochen hatten. Video war zum Zeigler gegangen ist. Zeiglers wunderbare Wunderwelt. Hat er da auch, sieht er wohl ein paar Sachen ein bisschen anders, denke ich mal. Und sagt immer, der Junge, wenn er keinen Fehler macht, kann er bei mir weiter die Linie machen. Ansonsten werde ich den schon verweisen. Aber er hat keinen Grund gehabt, dass der Junge nicht weiter die Linie machen muss, weil war alles in Ordnung. Ja, da zum Thema Fußballverein hier im Dorf. Ja, und dann vergeht die Zeit, da kann ich euch nur sagen, in 3 Tagen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, in 4 Tagen haben wir schon den 2. Advent. Ja, okay. Alle, die schon im Tag drin sind, kriegt ihn sauber, locker, friedlich um. Die noch starten, habt einen schönen Start in den heutigen Mittwoch. Und ich halte euch noch ein bisschen auf dem Laufenden. Wem es interessiert, wem nicht, nicht böse sein, wegwischen. Mich vergessen, wer zufällig auf mich gestoßen ist. Und wer nicht, den grüße ich ganz lieb und nett. Auch wenn mich so noch nicht kennt, aber die meisten, die mich wohl ein bisschen, meinen Kanal ein bisschen anhören, sagen bei Boys, der Ziggy, was labert der denn da? Diese Schlinde oder der Siggi? Ja, gar nichts. Habt ihr kein Leben? Nö. Ihr habt alle ein Leben. Ihr müsst doch nicht jeden mal teilhaben lassen. Mach ich ja auch nicht. Ich mach das doch nur ganz knapp. Ist wieder so eine Ackerstrecke. Bin ich wieder. Oh, guck da den Acker. Rutscht das Handy runter. Wahnsinn. Hier bin ich im Forstwald. Moment, ich muss da gucken. Ich will nicht rumfummeln, sonst geht das nachher aus. Warte, meine Hand ist davor. So. Weil ich hatte nämlich zuletzt ein Video gedreht von der Andrasser Straße, wo wirklich irre war. Was da Schlaglöcher waren. Da haben die eher noch 30 Schilder gemacht, bevor die Schlaglöcher weggemacht haben. Andrasser Straße, Oberschlesische Straße, zwischen Nückelsmaistraße. Das war ein Wahnsinn. Und dieser Rangierbahnweg, der manchmal einen Tag oder eine Woche nicht benutzt wird oder länger, wo die Loks da wo die Leute dann, egal zu Fuß, mit dem Hund, mit Katz, mit Kind, mit dem Fahrrad, wirklich auf die Straße,
ausweichen mussten, wo wirklich viel Verkehr ist. Straße leidet auch sehr oder hat auch sehr gelitten, nämlich mal durch die DPD. Das ist der DPD, ne? Paketdienst. Die haben da ihre Hauptstation, ein Riesenlager, wo die ganzen LKWs da langfahren. Sehr darunter gelitten hatten. Jetzt haben die die Teerdecke, wie gesagt, vor 4 oder 6 Wochen neu gemacht und ziehen jetzt wohl auch mit so Geländer den diese fast eigentlich toten Gleise ziehen die jetzt endlich durch, dass die Leute nicht mehr auf die Straße ausweichen müssen. Habt ihr in einem anderen Video von mir vor ein paar Tagen, könnt ihr das sehen. Da habe ich mich, glaube ich, 5-mal wiederholt, so dass eigentlich fast jeder verstehen müsste. So, jetzt bin ich ja schön durch den Wald, durch den Forstwald, ja. Ja, so, genug gespannt, was ist das an? Ich dachte, da steht jemand, da war ein komisch gewachsener Busch im Wald. Habt einen schönen Mittwoch und wir hören voneinander. Ne? Ich weiß, ich muss mal wieder bei irgendwas ein bisschen was Verrücktes machen. Ne? Ja. Wer hat das gesehen? Hat mir einen Kumpel geschickt, wo ich mit so einer kleinen Nachbar von Honda DAX mit dem Sky Team 50er da die Straße mal durch. Ja, ist zwar nur 12 Sekunden schon, aber das sind so Erinnerungen, die kommen nicht mehr wieder. Irre, ne? Weil ich früher schon Sachen gefilmt habe, wo ich noch, ich sag mal, im öffentlichen Dienst war, die hätte ich niemals, ich hätte überhaupt den Kanal so nicht einstellen können und auch nicht wollen. Also wenn man zu sehr in der Öffentlichkeit steht, weil die Menschen sind halt zu extrem, ne? Hätte ich wahrscheinlich schon im Büro antanzen müssen. Die kannst du nicht da so darstellen. Du vertrittst doch hier, was weiß ich, und bist da tagtäglich in der Stadt unterwegs und kannst du doch nicht machen. Lösch mal schnell deinen Kanal, ne? Du hier bei der Dingsda-Bumster-Behörde, ne? Naja. Ich war zwar kein Polizist, aber trotzdem, ich habe den Job viele Jahre wirklich gerne gemacht, muss ich aber dazu sagen. Der Job war nicht nur schlecht bei der Ordnungsbehörde, wo ich war. Hab viel erlebt, viel Lebenserfahrung eingesammelt und hab auch versucht, mich immer sachlich und fair und im Endeffekt hat mir damals ein Abteilungsleiter gesagt, Sieglinde, im Endeffekt immer für den Bürger, hat er gesagt. Immer für den Bürger im Endeffekt. Und wenn man irgendwas Brenzliges ist, lassen Sie laufen. Man sieht sich immer zweimal im Leben, hat er mir noch gesagt. So, ich muss hier ganz kurz fahren. Das ist eine ganz komische Straße, wenn man da nicht so fährt, so kann man gar nicht seitlich gucken, ob da was kommt. Ja, okay, so. Aber es ist jetzt alles vorbei diesbezüglich und jetzt kommt der dritte Lebensabschnitt. Will ich eigentlich noch gar nicht so wahrhaben, außer wenn ich manchmal so aufstehe oder so, dass ich, oh, Knie, bisschen Rücken, aber sonst geht es mir eigentlich noch ganz gut. Bis jetzt, toi, 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 alles gut so. So, schön zusammen, wir hören voneinander. Eure Sieglinde. Am liebsten sorglos. Tschüss.